Mein Name ist Annette Häfner, ich bin die Bürgermeisterin dieser Gemeinde Reuried. Dazu gehören drei Ortsteile. Der Ort Reuried hier, wir stehen hier vor der Kirche von Reuried. Dazu gehört auch Siegritz und der Ortsteil Drohstadt. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Heute gab es ein Konzert zu Ehren unseres Kirchenkomponisten Johann Zacharias Frank, der Ende des 17. Jahrhunderts hier gelebt und gewirkt hat einige Jahre, und zu Ehren unserer ehemaligen Lehrerin Frau Helga Seidler, die sich auch sehr intensiv mit der Kirchengeschichte beschäftigt hat. Ich bin die Organistin aus Reuried, die Frau Prossner. Ich habe zusammen mit Frau Werner und mit unserem ehemaligen Bürgermeister haben wir das alles vorbereitet. Und ich muss Ihnen sagen, dass die Musik von Johann Zacharias Frank eine wunderbare Musik ist. Es ist auch eine Herausforderung, diese Musik zu spielen. Und ich habe oftmals geübt, damit das auch alles gut gelingt. Besonderen Besuch, und zwar die Nachkommen unseres Kirchenkomponisten Johann Zacharias Frank, die Familien Frank und Spengler. Eine Familie kommt sogar aus Holland. Mein Name ist Ulrich Frank. Ich komme aus den Niederlanden, aber mein erster Wohnsitz ist eigentlich schon immer in der Pfalz in Kusel. Und wir kommen öfter hierher, so auch dieses Mal, zum Andenken an Johann Zacharias Frank, den Komponisten, der hier geboren ist und später in der Pfalz weitergearbeitet hat. Und heute speziell zum Andenken von Helga Seidler, die sehr viel getan hat zum Andenken von diesem Johann Zacharias Frank. Fräulein Seidler war eine Lehrerin hier, und sie hat das eigentlich schon ihre Eltern in das Leben gerufen, unseren Komponisten Johann Zacharias Frank, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Ja, ich bin die Almut Werner, eine gute Freundin von der Helga Seidler. Und in Sehnsucht gedenke ich ihrer, weil wir alle historischen Orte aufgesucht haben. Sie hat unwahrscheinlich große historische Kenntnisse gehabt, war ein ganz wertvoller Mensch. Hier sehen Sie Bücher aus dem Nachlass von unserer Helga Seidler, aus ihrer privaten Bibliothek. Bücher, die sie selbst gelesen hat, mit denen sie unterrichtet hat, was sie interessiert hat. Und wenn die Fenster streiten zum
Helga Seidler hätte es wohl bestimmt genossen, hier unter uns in den Bankreihen zu sitzen. Nur eins, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, eins hätte sie wohl zu monieren gehabt. Sie hätte es gar nicht gern gehabt, wenn ihr Name allzu oft ergriffen und gefallen worden wäre. Das ist nun passiert, will sie nicht vermeiden. Aber lassen wir sie ruhig darüber schimpfen. Das tut uns gar nichts. Wie kam es zu den Kontakten? Im Jahre 1953 las ich in einer Aufzeichnung einer meiner Tanten, dass ein gewisser Johann Zacharias Frank, 1986 in Reuried geboren, einige Kompositionen hervorgebracht haben soll. 1962 wurden von Gottfried Brause tatsächlich eine Sammlung Kompositionen des Johann Zacharias entdeckt und in Speyer aufgeführt. Denn unserer Helga Seidler ist es zu verdanken, dass jeder Bürger von Reuried unseren Kirchenkomponisten kennt. Wir haben hier das Wappen der Familie Seidler, gestaltet von unserem Herrn Beckenhausen. Und wir haben einiges aus dem Nachlass, symbolisch gesehen natürlich, von unserer Helga Seidler, einen Kirchenschlüssel und eine Stimmgabel. Diese Art von Konzerte haben wir öfters in Reuried. Die Leute sind sehr interessiert. Das merkt man auch in den Besucherzahlen. Es kommen natürlich auch sehr viele Auswärtige. Wir sind eigentlich dafür bekannt, wenn wir solche Konzerte durchführen, dass es sehr anspruchsvolle Konzerte sind. Es gibt natürlich auch viele Gegebenheiten hier im Ort, was von den Vereinen organisiert wird. Anderer Art, leichtere Musik natürlich auch. Aber alles eigentlich auf einem sehr hohen und schönen Niveau für unsere Einwohner. So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Frisch auf, rum, frisch auf, im hellen Sonnenstrahl. Wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal. Hat einige schöne Sachen hier zum Anschauen. Wir haben unseren Höhenberg, der zu bewandern ist. Wir haben unsere schöne Kirche hier im Hintergrund. Wir haben eine Burgruine gleich nebenan. Wir liegen hier am Werratalradweg und wir liegen sogar am Werraburgensteig, auch ein Wanderweg, der sehr bekannt ist. In Reuried gibt es übrigens auch drei Mühlen. Die zwei davon sind wunderbar restauriert. Das ist die Schlossmühle und die Krugsmühle in privater Initiative. Und außerdem haben wir noch ein kleines privates Kameramuseum, was auch gerne zu besichtigen ist. Das wollen wir, wenn es möglich ist, immer wieder alle paar Jahre wiederholen, dass die Nachfahren dann auch zu uns kommen. Wir sind gute Freunde geworden.